Die Mobiliar wünscht gute Unterhaltung bei Giacomo Müller, Late Service Public. Meine Damen und Herren, Victor Giacomo und Mike Müller. Hallo. Aus Wilisau, Kanton Luzern, Fräulein da Capo. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Dankeschön. Also, guten Abend miteinander. Es ist unglaublich, wie innerhalb von einer Woche kann die Betreuungslage ändern. Vor einer Woche haben wir noch uns aufgeregt wegen den Österreichern, der Lampen gemacht hat, wegen Simon Ammann seiner Bindung. Heute haben wir einen Dschihad am Hals von Libyen. Geht schnell. Wegen unserer Sicherheit haben sich aus Solidarität diverse EU-Botschafter ums Kaufleuten herum postiert. Ja. Also man muss sagen, der Dschihad hat er ja ausgesprochen gehabt als Reaktion auf die Minarett-Abstimmung. Das hat ihn wahrscheinlich jemand erst jetzt informiert, oder? Er hat gesagt gehabt, wir Schweizer sagen ungläubig und abtrünnig. Also, ich meine, abtrünnig von was? Wir sind ja nie dabei. Ja, und gar dort, nicht abtrünnig sein. Und dort, wo wir nicht dabei sind, die haben uns ja noch geholfen. Ja. Und dass der Gaddafi sagt, wir Schweizer seien ungläubig, wo ihm doch der Hans-Rudi Merz alles geglaubt hat. Ja. Von Anfang an. Ist unfair. Oh Mann. Ist unfair. Aber trotzdem, weißt du was mit dem Dschihad? Wir sind wieder jemand auf der Welt. Hä? Wer hat sonst einen Dschihad am Hals? Vielleicht Israel? Israel, USA, ja. Hä? Und wir. Hä? Es ist einfach ein bisschen ungerecht. Gaddafi hätte den Dschihad eigentlich nur gegenüber denen sollen, aussprechen, die ja gestimmt haben bei der Minarett-Initiative. Ja. Finde ich. Und die anderen hätten Ruhe haben. Ja. Und ich weiss gar nicht, was Dschihad bedeutet. Dschihad? Also da gibt es einen, der das ganz genau weiss. Das heisst Nahkampf und das heisst Blut. Also, der Gaddafi hat ja gesagt, wer weiterhin mit Schweizer verkehre, dass sie gegen Islam, gegen Koran, gegen Mohammed. Ja, das gilt aber gilt das auch für Tamoil, da seine Tankstellenfirma hier in der Schweiz? Meine, oder gibt es immer noch ein paar ungläubige Schweizer, die dort gehen tanken? Viele. Also, wenn es nach dem Gaddafi ging, dann müssten eigentlich jetzt alle Muslime aus der Schweiz raus. Und da ist der Gaddafi ideologisch auf der gleichen Ebene wie der Präsident der Schweizer Demokraten im Thurgau, der Willy Schmidhauser. Ja. Da sind sie sich einig, hey, die zwei. Aber was heisst das eigentlich? Wir sind ein neutraler Staat, oder? Ein neutraler Staat, der einen Dschihad ausgebrochen wird gegen ihn. Wie reagiert man da? Am besten, man flüchtet uns in Atheismus. Wahrscheinlich, oder? Da passiert einem nichts, möglicherweise. Der Gaddafi hat aber jetzt gesagt, er will nur noch mit dem höchsten Schweizer verhandeln. Mit dem Revolutionsführer hier, Simon Ammann. Also, jetzt hat sich ja die Libyen-Krise wieder ein bisschen hochgeschaukelt, oder? Es ist also noch bedrohlicher geworden. Wir haben Lampen mit Deutschland, mit Frankreich, das in den USA ist immer noch hängig. Mit Italien hat es sich ein bisschen beruhigt gehabt, wenn jetzt nicht das blödsinnige Zeug passiert wäre mit der Swisscom-Tochter, Fastnet, oder? Wo ja in Italien ins Gerät gekommen ist, weil die offenbar für die Mafia Geld waschen. Fastweb. Heißt die Fastweb, das ist eigentlich der Cisalpino von der Swisscom, ja. Sozusagen. Es ist ja schlimm genug, dass die Swisscom ja Fastweb-Verbindungen zu der Mafia hat. Für die Mafia kommt es jetzt aber noch dicker. Der Gaddafi hat gesagt, er fände es schlimm, dass die Mafia Verbindungen mit der Swisscom haben. Mhm. Ja, klar. Aber du, ist Mafia, ist das jetzt eigentlich Festnetz oder ist das Breitband oder Mobilfunk oder so? Das ist ja gleich, jedenfalls ist es ja gleich. Also Fastweb. Tönt ja eigentlich nicht gerade italienisch, oder? Nein. Fastweb, das könnte ich dir gar nicht richtig sagen. Fastweb! E una ditta, questa ditta è una figlia di Swisse Gomme! Swisse Gomme? Swisse Gomme! Il capo della Swisse Gomme è un tedesco, no? Sì.
questo, come si dice questo? Garstenne Schlotter. Sì, Garstenne Schlotter. Sì. No, si dice Schlotter. È interesse. Sì, è fumatore. Ah, ah. Fumatore. Torstenne fumatore. Sì. Sì. È una tecnologia sì, molto rapida. Sì, è una tecnica sì. molto moderna. È di breite bande. Breite bande. Breite bande non è pasta. No, no. Non è tagliatelle, no, breite bande. No. No. Ma è molto rapido, un'informazione di Palermo sì. a Milano, diciamo, 2 secondi. Sì, è molto rapido. E l'onorevole Berlusconi ha detto: hast du gewusst, Berlusconi hat gesagt, seit wir jetzt wieder mehr mit der Mafia zu tun haben, können wir mit uns auch mehr auf eigener Höhe verkehren. Ist ein Fortschritt. Was mich ein bisschen beunruhigt, ich zahle ja nicht alle Rechnungen so pünktlich von der Swisscom. Und nein. wenn die jetzt Verbindung haben mit der Mafia ja, und Kasse oder auch gewisse Leute da machen. Könntest du vielleicht noch enden, weißt du, bei der Renovation von der Hardbrücke in einem Betonpfeiler innen und innen. Wenn du die Rechnungen nicht zahlst, dann haben sie jetzt natürlich. Aber man muss sagen, wir haben ja immer wieder eben weiterhin Probleme mit dem Ausland oder auch unser Image. Und ich muss dir sagen, Mike, vor etwa 2 Wochen ist in einer ausländischen Zeitschrift ein negativer Artikel gestanden über die Schweiz. Nein. Ja, negativ. Nein. Über die Schweiz. Newsweek. The End of Switzerland. Und, was bedeutet the End of Switzerland? Was ja, meint er? Die haben dort einfach geschrieben, die Städte sagen dreckig, die Züge sagen verspätet, die Straßen sagen voll Baustellen und Politiker sagen provinziell. Müsst ihr euch das mal vorstellen? Gut, das stimmt ja. Ja, stimmt eigentlich, ja. Aber Tagi Online hat zurückgegeben. Nein. Tagi Online hat den Journalist interviewt. Haben Sie dran genommen? Haben den dran genommen, voll dran genommen und haben ihm gesagt, hassen Sie die Schweiz. Nein. Ja. Hä? Da ist er dann dran gestanden, der Engländer. Ist ja ein Engländer gewesen, der es geschrieben hat, oder? Ja, so ein kleiner Engländer ist mir dann noch ein kutter Schmal. Ja, ja. Wobei, hör jetzt, wenn du das genau überlegst, wenn jetzt der Tagi diesen Massstab auch bei sich selber würde anwenden, würde das heissen, der Tagi könnte nicht mehr kritisch über das Ausland berichten. Der wäre ohne Auslandteil. Ja, das stimmt eigentlich, ja. Oder? Tagi, der ja immer so unfreundlich über andere Länder ja, über x Länder unfreundlich. Ja, Irak, Libyen, Frankreich, Deutschland, China, USA. Oder sie schreiben nur noch positiv, nicht? Ja, genau. Wäre auch schön. Das würde ihnen dort eben auch mehr gefallen. Ja. Oder? Dann müssten sie nicht bei unseren Journalisten reklamieren, genau. weil wir über sie immer negativ schreiben. Es ist einfach das Umgehacke aufeinander immer. Das ist einfach nicht schön. Ja. Aber... Weißt, wir müssen jetzt ja eigentlich ein bisschen unsere Strategie ändern, oder? Bezüglich Ausland. Also gerade jetzt, wo, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, wo ja die EU-Botschafter unsere Botschaft in Tripolis geschützt haben. Und da sind jetzt ein paar Strategieänderungen fällig. Und da gibt es vor allem eine Partei, die besonders fix ist, um die Strategie zu ändern. Warte schnell, Toni. Wir müssen noch etwas besprechen. Ich habe da noch etwas Neues. Ja, was Neues? Abzockerinitiative, BVG-Umwandlungssatz. Ich bin Sachen Strategieänderung auf dem neuesten Stand. Die Journalisten warten auf mich. Ich sage jetzt fadengrad, was der Bundesrat in der Libyen-Affäre verschlampt hat und was sie jetzt unserer Meinung nach machen müssen. Du hast die neue Strategieänderung noch nicht mitbekommen, die Christoph und ich beschlossen haben. Ja, sag. Du hast ja gehört, dass die EU-Botschafter in Tripolis unsere Botschaft von der Stürme durch die Polizei beschützt haben. Sauerei! Völkerrechtlich haben die Bajassen von der EU nicht in unserer Botschaft verloren. Vermutlich hat man ihnen auf Kosten des Schweizer Steuerzahlers ein Getränk offeriert. Nein, Toni, die Schengen-Geschichte läuft hervorragend in unserem Sinn. Und der Christoph will jetzt, genial wie er ist, einen historischen Schulterschluss mit der EU vollziehen. Ja, ich check noch nicht auf was du raus willst, aber das schmeckt nach einer Strategieänderung. Du stehst jetzt vor der Presse und sagst, wir fordern den sofortigen EU-Beitritt, notfalls bei Volksinitiative. Jetzt, wo wir Asen gegen die Deutschen geschossen haben. Auch schon der Urgroßvater des Blochers war ein Deutscher. Und dank der Hilfe unserer deutschen Verbündeten in der EU bringen wir den Christoph wieder im Bundesrat. Und der Uri überführt die Schweizer Armee die NATO. Die müssen dann alles zahlen. Verstehst du? Leck sie mir schlaue Sicher. Und weißt du, mit dem Holocaust muss ich da auch noch etwas Neues verzeihen. Kabis, konzentriere dich jetzt auf das, was ich gesagt habe. Und denk an Simon Amann. Das ist auch ein Toggenburger wie du. Los, das mit der EU, sag ich. Aber vom Toggenburg hast du als Zürcher keinen Schimmer. Ich bin auf dem Bändel und der Simi ist von Alt St. Johann. Dort oben sind sie nicht integrationsfähig. Toni, auch in Europa müssen wir Schweizer geschlossen auftreten.
Liebe Pressevertreter, die Europäische Union ist im Fall extrem voll geil. Ja. Ja, es gibt ja noch andere Länder, die ein bisschen Lampen haben. Also die Griechen haben zum Beispiel viel mehr Lampen im Moment als wir. Oder die sind verschuldet. Sie haben eigene Fehler gemacht, finden aber, dass an ihren eigenen Fehlern andere schuld sind. Und zwar vor allem die Deutschen. Und warum? Weil die Deutschen einmal als Nazi ihr Land okkupiert haben. Das zieht immer. Ist es ziemlich her, aber zwischendurch haben sie einmal nur eine eigene kleine, herzige Diktatur gehabt. Ja, noch recht eine lange und eine böse. Ja, die ist aber schnell wieder durchgegangen. Aber jetzt, ich weiss, wissen die Deutschen eigentlich, dass der Otto Rehhagel ein Deutscher war. Die Griechen, dass die Otto Rehhagel ein Deutscher war. Nein, da schicken die Griechen vermutlich dann noch eine saftige Rechnung hinter drin. Ja. Im Prinzip könnten wir ja auch mal gegen die Deutschen klagen, wegen Nazi-Deutschland. Das wäre eigentlich gut. Sie haben uns nie besetzt. Oder? Das muss man schon sagen. Ja gut, aber hey, Moment mal, weißt du, während der Nazi-Zeit, was wir für Umtrieb hatten an der Grenze mit der Grenzbefestigung. Oder? Das hat uns auch niemand gezahlt. All Tag Juden heimschicken, das ist ja administrativ ein Aufwand, sind nichts Schönes. Ja, das hat den Und da könnte man jetzt Reparationszahlungen verlangen. Aber die Deutschen klagen jetzt auch gegen Griechenland, weil Generationen von deutschen Schülern sind mit dem Satz von Pythagoras geblockt worden. Arme Keiben. Ja. Aber kommen wir wieder mal zurück in die Schweiz. Wir haben da ja auch Neuigkeiten, die es zu vermelden gibt. Also nicht nur in die Schweiz zurück, sondern sogar in unser eigenes Unternehmen zurück, Schweizer Fernsehen. Sie haben vielleicht gehört, Deal or No Deal wird abgesetzt, aber die Fans von Roman Kilchsberger können beruhigt sein. Auch die Nachfolgesendung wird von Roman Kilchsberger moderiert und vermutlich auch gestaltet. Und jetzt sind alle wahnsinnig gespannt, was wird das für eine Sendung, vor allem wie heisst sie? Und wir fragen den Mann jetzt gerade da, wo es natürlich am besten weiss. Willkommen bei uns, der Roman Kilchsberger. Schön, gell? Das ist eine Fanfare für dich. Super. Roman, eben wie gesagt, Deal or No Deal wird eingestellt, aber ich habe gehört sagen, ja, es ist schon relativ lang gelaufen, gell? Das ist schon lange Zeit. Ja, und wir haben nächsten Samstag noch die 250. Samstagabend, ja, wenn ich das noch darf platzieren darf. Ja, es ist mehr eine Abdankung dann, aber es hätte mal so ein Jubiläum sein. Aber viele Leute haben ja Abdankungen gern. Ja. Gut, uns nimmt natürlich jetzt Wunder, die neue Sendung, die du nachher wirst moderieren. Wie sieht die aus? Kannst du schon mal etwas erzählen? Ja, ich möchte nicht zu viel verraten, aber einfach vielleicht jetzt zuerst mal für euch auch. Also, es hat ein bisschen Vorgeplänkel in dieser Show. Nachher geht es aber darum, dass ein Kandidat im Finale ist und der spielt dann um 250'000 Franken. Und das macht er, indem er Köfferli abwählt. Mhm. Oder? Also, es sind dann so vorne, auf der Bühne stehen so Girls, 26 Girls. Und die haben so einen Koffer in der Hand und in diesen Koffer hat es verschiedene Beträge, von 5 Rappen bis 250'000 Franken. Mhm. Und der wählt dann zwischendurch und das Bankangebot, das nimmt er an, der auch nicht und das ist keinem spannend, das wird gut. Ja. Nein, das ist hochinteressant. Ja, wirklich. Hochinteressant. Ich habe das Gefühl, ich hätte es schon mal neu mit. Ja. Ich hätte es schon mal neu mit. Gibt es auch etwas total Neues noch drin? Ja, es ist ein bisschen etwas Neues. Koffer sind bei dem, was man kennt, bis jetzt goldig gewesen und von jetzt an sind sie rot. Und das ist natürlich für mich auch ganz eine andere Herausforderung jetzt. Ja, Roman, wir wünschen dir für diese Herausforderung alles Messe Gute. Toi, toi, toi. Und danke, dass du zu uns gekommen bist. Vielmals. Das ist der Roman Kilchsberger mit der neuen Sendung. Super. In den letzten Wochen hat ein Foto Furore gemacht. Und zwar ein Foto von zwei Frauen, die schnell gefahren sind und von einer Radarfalle überrascht worden sind. Sie sind offenbar an die Fasnacht gegangen, das heisst, sie haben die Larven angehabt, gelohnt Larven angehabt. Und der Blick, der hat das so super gefunden, dass er einen Aufruf gestartet hat und gesagt hat, die zwei Frauen sollen sich doch, oder respektive die zwei Gelöhnen, sollen sich doch beim Blick melden. Der Blick übernehme ich dann auch Buß. Also, abgesehen davon, dass wir das mal schön finden, dass der Blick, wo zwei Frauen abbilden, ohne dass sie sich vorher abziehen müssen.
Gibt das ganz neue Tendenzen in der Presselandschaft. Wenn zum Beispiel jetzt der Blick Buße zahlt, falls eine Polizei einen fotografiert bei einem Gesetzesverstoß, dann werden sich ja die Schlafzimmerräuber jetzt sofort melden. Das ist noch schlau überlegt. Ne? Aber weißt, sie haben ja Schwein gehabt, dass jetzt, meine, hinter diesen zwei Klonmasken hat man nicht gewusst, wer das ist, oder? Wenn jetzt das der Hannibal Gaddafi und seine Frau gewesen wäre, hätte das Polizeifoto jetzt wieder Lampen gegeben, oder? Ja. Da haben sie eigentlich Glück gehabt. Wenn sie aus seiner Zeit die Lady Diana vor dem Unfall geblitzt hätten, dann hat der Blick vielleicht auch Bestattungskosten übernommen oder so. Fotinnen nachher sind natürlich unappetitlich. Ja, sie sind nicht so schön gewesen wie jetzt von diesen zwei Frauen. Aber man kommt relativ easy in Blick im Moment. Das haben viele Parteien jetzt auch gemerkt, oder? Jetzt ist ja gerade Wahlkampf. Da haben wir ein Bild, wie die SP versucht hat, in den Blick zu kommen und in den Radar fallen. In den Radar fallen geraten ist. Naja. Gut, wir haben wieder einen grossen Kunstskandal. Einmal mehr, genau. Es ist ein Basler Künstler namens Christoph Büchel hat in einem Wiener Museum im Keller eine Installation eingerichtet gehabt. Und zwar hat er dort einen Swingerclub eingerichtet. Und das hat natürlich wieder sehr viele Leute provoziert. Und komischerweise hat es die am meisten provoziert, die hier in der Schweiz für die politische Provokation besonders immer zu haben sind. Ja, das eigene Gift ist immer am bittersten. Ja, genau. Also uns hat es zuallererst, bevor wir mal darüber reden, Pro Helvetia hat ja das Ganze finanziert, darum ist ja der Ärger auch entstanden. Wollen wir mal wissen, was sagt ein Kunstkritiker zu dem? Provokationen werden erst richtig schön in der Zusammenarbeit mit Politikern, die sich nicht wegen der künstlerischen Darstellung von der promiskuitiven Erotik aufregen, sondern weil die Finanzierung durch den Staat ihre moralische Hygiene tangieren tut. Meine Position als durchaus bürgerlicher Kunstkritiker, der sich erlaubt, der aufklärerisch positivistische Aspekt auf die Kunst anzuwenden, ist allerdings ein Komplementare. Namens ist herrliche Gemälde vom Goya, die nackte Maya. Was macht tot Maya? Sie zeigt am Betrachter ihre Vagina, ihre Muschi. In der Kunst geht es seit jeher um die bildliche Darstellung von Schnäbeli und Schnäckli. Als liberales Citoyen bin ich mit meiner Frau, die ich mit einer seit manchen Jahren eine erfüllte Sexualität praktiziere, in dieser Swinger-Ausstellung in Wien gewesen und ich bin bitter enttäuscht gewesen. Als Kunstinteressierte möchte ich dort nicht einfach ein leeres Swingerclub besichtigen, sondern ich möchte dort fegeln, ficken und rammeln. Bumsen, pimpern und stechen. Egal ob mit der Maya oder der Hygiene, guten Abend miteinander. Ja. Also, ich finde es unfair. Wenn ein Basler Künstler in Wien einen Swingerclub installiert, der beteiligt sich Pro Helvetia an den Kosten. Wenn in Zürich eine ähnliche Installation vom Karl Hirschmann gemacht wird, muss er selber zahlen. Ja, das ist wirklich unfair. Und ich meine, hey, sorry, Österreicher und Swingerpartys, also wir wissen ja, wie das aussieht, oder? Sorry. Ja. Und eine wirkliche Provokation wäre ja statt am Swingerclub in dem Museumskeller unten gewesen, wenn der Büchel dort eine Sprungschanze aufgebaut hätte. Und das macht jetzt Schule, das Beispiel. Kürzlich hat in Zürich hat ein rumänischer Zuhälter behauptet, die Nutten am Seil gegeben, das sei eine Installation vom Kunsthaus. Also lass mal, für euch Männer ist ja das super. Ich meine, jetzt könnt ihr ins Puff und daheim erzählen, sie im Museum gesehen. Perfekt. Also wirklich, das ist keine schlechte Idee. Nein. Sie hat gemeint, den Texte gefunden, genau der, wo sie will. Wo weiss, was ihr gefällt und wo weiss, was sie gern hat. Aber wieder mal tut er den gleich nicht so, wenn er sagt. Und so sucht sie sich neu übers Internet. Die gibt's allerhand für Typen, von schön bis grauenhaft. Sie sucht sich
einen aus und macht dann mit ihm ab. Schön frisiert und parfümiert und komplett zweckdatscht. Du wartet sie kurz drauf im Kaffee auf das Online-Rendezvous. Auf dem Foto hat er irgendwie viel besser ausgesehen. Ein grösser und ein schlanker und auch irgendwie viel mehr. Wie ein Banker oder Chef oder ein reicher Mann. Sie bestellt sich noch ein Trash und schaut ihn Rüdi genau an. Noch ein bisschen Konversation findet sie, sie hat es jetzt gesehen. Er hat eine grosse Nase und was will die Frau noch mehr? Und so sagt sie, lass ich will jetzt nicht mehr Zeit vertrödeln. Wo steht deine Kutsche, wir gehen zum Meer heim, geh ich ich hab's gefunden, genau da, wo sie will. Wo weiss, was ihr gefällt und wo weiss, was sie gern hat. Aber so eine grosse Nase ist nicht gebig im Bett. Vermutlich ist da, wo sie will, gar nicht im Online-Angebot. Schönen Capo! Ja, und Vancouver ist jetzt dann vorbei. Ich glaube, heute der letzte Tag. Ja. Die Fans haben da wie wild, wo unsere Helden aus Vancouver zurückgekommen sind. Vor allem die Toggenburger, wie wir ja gesehen haben. Also, das sind die Fans, die ihr eigenes Tal das erste Mal in 3D gesehen haben. Wir haben ja jetzt viel können lesen, dass Simon Ammann hätte den grossen Erfolg können machen, weil er wissenschaftlich von der ETH unterstützt worden ist. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Als lokaler Gewerbe im Toggenburg hat ihn methodisch unterstützt. Also so ist er den ganzen Sommer gehangen. Ja. Der ist gut abgehangen auf Vancouver, ja. Kann man doch sagen. Aber wir müssen trotzdem sagen, dass Vancouver hat ja einiges überlagert. Zum Beispiel andere grosse Leistungen. Eine davon haben wir ja in der letzten Sendung zeigen können. Und zwar ist das am Mike Müller seine grosse Leistung gewesen, wo er Kaffee gemacht hat, das letzte Mal kommentiert worden ist vom Matthias Hüppi. Und wir wollen vielleicht die schönsten Momente von dieser grossartigen Leistung von dir, Mike, nochmal anschauen. Schön, he? Es ist einfach die grossen Emotionen, die einem immer wieder mittragen, wenn man das anschaut. Mike, da will ich mal von dir wissen, wie ist das für dich gewesen? Was ist in dir vorgegangen? Ja, das sind natürlich grosse Emotionen gewesen, aber ich habe das alles gar noch nicht realisiert. Ja. Hast du eigentlich schon realisiert, was mit dir vorgegangen ist? Nein, das habe ich noch nicht realisiert. Das waren einfach grosse Emotionen. Und wie sind denn jetzt so deine Gefühle? Super. Und deine Gefühle, hast du die schon realisiert? Ja, Gefühle habe ich schon realisiert, aber die Emotionen noch nicht. Mike, ich finde das wunderbar, was du da geleistet hast. Und auch von uns aus nochmal herzliche Gratulation. Und toi, toi, toi für dein weiteres Leben. Der Mike Müller. Fantastisch. So, und und jetzt kommen wir zu einem guten Kollegen von uns. Der ist zwar aus der Schweiz, kommt aber trotzdem heute von sehr weit her. Er wohnt nämlich seit einiger Zeit in Island, Reykjavik, also im höheren Norden. Und er ist immer wieder sehr willkommen da bei uns, weil er, wie gesagt, schon ein paar Mal da in dieser Sendung war. Und jetzt, meine Damen und Herren, direkt aus Reykjavik, der Andreas Thiel. Applaus
Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer zu Hause, ich möchte Ihnen auch heute wieder Neuerscheinungen auf dem internationalen Buchmarkt vorstellen. Es sind wieder neue Bücher erschienen, die Politiker über sich selbst geschrieben haben. Die Bestsellerliste führt an Barack Obama mit einem Rückblick auf sein erstes Amtsjahr mit dem Titel »I thought we can, but I changed my mind«. Pascal Couchepin hat den ersten Band seiner 38-teiligen Autobiografie veröffentlicht. Unter dem Titel »Alles, was ich noch vergessen hatte zu sagen« liest man hier nette Bonmots zu Themen wie Konkordanz und Krankenkasse sowie nützliche Ratschläge für seine Amtsnachfolger in den nächsten 250 Jahren. Hans Rudolf Merz hat einen weiteren Heimatroman geschrieben. Er handelt vom Bankgeheimnis. Das arme kleine Bankgeheimnis wird ganz alleine nach Deutschland geschickt, wo es von Tante Rottenmeier und Onkel Steinbrück schlecht behandelt wird. Clown Dimitri gibt in seiner Autobiografie »Was habe ich gelacht?« zu, dass Micheline Karl Mireille nur eine Rolle von ihm war. Dimitri gesteht in diesem Buch auch, dass nichts von dem, was er in dieser Rolle gesagt hat, stimmt. Der fleißigste Autor war auch dieses Jahr wieder Moritz Leuenberger. Er hat gleich zwei Bücher veröffentlicht. Das erste ist ein interessantes Werk mit dem Titel »Auf den Punkt gebracht«. In diesem Buch macht Moritz Leuenberger sämtliche Sätze fertig, die er jemals angefangen hat. Das zweite kleine Büchlein von Moritz Leuenberger ist ein pädagogisches Sprachspielbuch für Assimilanten. Unter dem poetischen Titel »Sätze mit Ä« macht Moritz darin Sätze mit Ä. Dann ein sehr interessantes Buch hat Doris Leuthardt geschrieben. Doris Leuthardt hat ein Buch verfasst, in dem überhaupt nichts drin steht. Aber sie ist auf dem Umschlag und lächelt. Jean Ziegler hat einen Gourmetführer rausgebracht. Einen internationalen Gourmetführer über Restaurants in der ganzen Welt, die Jean Ziegler während seinen weitläufigen Reisen für seine umfassenden Recherchen über den Welthunger kennen und schätzen gelernt hat. Und zum Schluss, Uli Maurer. Bescheiden wie er ist, hat ein Malbuch herausgegeben. Ein Malbuch mit dem Titel »Sicherheitspolitik zum selber ausmalen«. Danke und bis zum nächsten Mal. Andreas Thiel! Ja, du, bei dem Sushi, da ist jetzt der Fisch roh, nicht brötelt oder vom Grill. Nein, der ist roh, so ist der Japaner. Ah, ich habe gehört sagen, der Japaner vertrage ja keine Butter. Wenn der Japaner Milchprodukte in uns hat, ist das für den, wenn er besoffen wäre. Das ist für den wie alt. Ja. Stell dir mal vor, könntest du bei uns den Joghurt noch mit Ausweis kaufen. Mindestalter 16 Jahre. So, aber wenn ich jetzt den Rohfisch nicht vertrage, kann ich doch dem Kellner sagen, er soll schnell in die Fritteuse rühren, oder? Da hast du keinen Kellner, da sitzt du praktisch beim Küchenchef zu. Und wenn der merkt, dass dir das Essen nicht schmeckt, muss der Arm sich nach dem Feierabend Harakiri machen. Ja, aber es hat auch keine Serviertochter, oder zumindest eine Geisha.
habe gehört sagen, die Geischers seien nicht nur für den Service zuständig. Was mit diesen Geischers wird, du bist jetzt genauso gleich wie mit dem Wolfisch. Nein, nein, die rotten die hohen Wolfisch aus. Und wir müssen es nachher im Namen von der Pro Natura im Zürichsee wieder ansiedeln. Wer zahlt es mir? Ja, dann essen wir halt Wolfisch, Knusperli im Bierteig. Komm, jetzt probieren wir so einen Sashimi. Du weißt was, wir machen einen Kompromiss. Ich bestelle ein Negrifilet und nachher friss ich es roh. In der Ausserrother Gemeinde Hundwil gibt es einen Berg oder einen Hügel, der heisst Hundwiler Höhe. Und auf der Hundwiler Höhe oben gibt es ein Bergrestaurant, ein Bergbeiz. Und diese Beiz ist nicht nur besonders, weil sie 365 Tage im Jahr offen hat, sondern auch, weil er gar keine Strasse dorthin führt. Man muss sie also erwandern. Der nächste Parkplatz ist etwa eine Stunde Bergwanderung davon entfernt. Die Beiz hat nochmal etwas ganz Besonderes, nämlich das ist die Wirtin von der Hundwiler Höhe. Die Frau, die ist nicht nur Wirtin oder Köchin ihrer eigenen Beiz, sie führt die Beiz übrigens seit 40 Jahren, sondern sie ist auch Lokalpolitikerin, sie ist im Kantonsparlament von Appenzell Ausserrhoden. Und es gehen nicht nur viele Leute dort, um dort gut essen, um einkehren, um wandern, sondern viele Leute gehen auch zu dieser Wirtin Rat suchen. Und es kommen alle Art von Leuten zu ihr. Und für uns ist es jetzt ein grosses Vergnügen, dass die Wirtin von der Hundwiler Höhe da bei uns ist. Begrüßen Sie bitte Marlies Schoch! Bitte sehr. Hi Marlies, willkommen. Marlies ist mit allen Leuten Duzis und somit also auch mit uns. Du bist auch Duzis mit all den Leuten, die zu dir kommen, gell Marlies? Ja, ist ein bisschen übertrieben. Aber, ja. Also mit dem grössten Teil. Mit dem grössten Teil. Mit den Bundesräten, kommen da jemanden die Bundesräte zu dir ruhen? Gibt's auch. Und du bist per Du mit denen auch? Ja, mit denen, die kommen, schon. Ja. Heute, wir haben ja ein bisschen gebangen heute. Oder? Wir haben heute noch telefoniert und du hast gesagt, vielleicht könntest du nicht kommen, weil es so luftet dort oben. Ja. Weil der Weg zu deiner Beiz, das habe ich vorher gesagt, ist ja relativ beschwerlich. Also du wanderst nicht dort oben, glaube ich, oder? Oder nicht mehr? Nicht mehr. Früher bin ich im Winter viel mit Ski. Und früher haben wir auch aufgetragen. Und jetzt aber haben wir ein Materialtransportbändchen. Eben. Und ein Kistli. Ja, mit dem reisest du scheinbar auch, habe ich gehört sagen, mit dem Kistli. Wenn es Schnee hat. Wenn es Schnee hat. Wenn es keinen Schnee mehr hat, habe ich nur einen Haflinger. Aber ist natürlich bequemer mit dem Kistli. Ja. Ja. Den Haflinger fährst du selber, fährst du? Ja. Und heute hat es eben ein bisschen geluftet und dann wäre das fast nicht möglich gewesen, dass man mit dem Bändchen fährt, oder? Ja, wenn es zu fest ruft, dann kann es eben Zähl in die Bäume reinnehmen und dann bleibt man halt einfach dort. Und ich wollte ja mal auf Zürich runterkommen. Ja, das wäre jetzt blöd, dass du im Baum wirst hängen jetzt nicht oben. Das denke ich auch. Genau. Du tust ja dort oben, du tust dort wirten seit 40 Jahren, eben 365 Tage hast du offen. Ja. Du hast nie frei. Mal, wir machen es schon auch frei, wir lösen den anderen ein bisschen ab. Aber wir wohnen ja dort und wenn man dort wohnt, dann kann man ja nicht dem einen Menschen sagen, du kannst jetzt reinkommen und dem anderen, wir haben zu. Aha. Und darum ist es einfach offen. Und es kommt immer jemand, bei jedem Wetter? Es gibt wenige Tage, wo niemand kommt. Ja. Aber irgendjemand kommt da. Also bei dir oben treffen sich ja ganz unterschiedliche Leute, oder? Es sind ja von Wanderern über Politiker und Wirtschaftsführer und bis zu Sozialfällen alles dort. Was sind denn so viele Leute, die es manchmal zu dir anschneiden? Ja, also ich habe gerade jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, ist einmal ein Bauerli gekommen, der hat das Leben lang geknechtet. Dann hat er Säckchen, so ein Reissäckchen gehabt. Da ist so Blumen, Indienstoff. Dort hinten hat er ein paar Kleider gehabt und hat gesagt, Marlies, ich habe gedacht, ich bleibe jetzt bei dir, bis ich sterbe. Und
dachte, ja, ist auch noch lustig. Und er ist dann geblieben und ist auch bei mir oben gestorben. Das war ganz ein liebes altes Mangel gewesen. Und der, hat einfach, der ist einfach zu dir gekommen und dachte, das ist ein guter Ort, um zu bleiben, um den Lebensabend zu beschließen. Ich habe gehört, es ist auch mal ein Sträfling bei dir oben gelandet, glaube ich, oder? Ja, Sepp, ist schon mehr als ein. Schon mehr als ein? Ja, aber sie sind dann wieder weitergegangen. Ja. Aber bei einem hast du ja dann ein bisschen, mit, hast du noch ein bisschen betreut, glaube ich, oder? Der, wo ist er gekommen? Aus Thorberg? Ja. Ja, der ist ausgebrochen und ich habe dann gesagt, du dich doch melden. Wenn du dich meldest, dann nachher kannst, musst du nicht lange bleiben. Und dann habe ich aber gleich gedacht, wenn ich telefoniere und in dieser Zeit schlägt er mich vielleicht ab, dann habe ich gesagt, du kannst immer noch gehen. Jederzeit kannst du einfach gabeln vom Telefon. Wir haben eben nur ein altes Telefon, das man kann, aber gabeln. Ja. Dann kannst du gehen und dann ist es erledigt. Aber er ist dann geblieben und haben dann zwei Polizisten geholt und wieder rettergebracht. Mhm. Jetzt, du bist ja auch du bist Politikerin, du bist im Gemeinderat von Hundwil, dort zuständig für mehrere Departemente, gell? Was ja, machst du dort? Departement ist jetzt ein bisschen übertrieben. Eben, die Gemeinde aber hat, glaube ich, etwa 1000 Leute, oder? Ja, ja. Aber so, ich habe eigentlich alles ein bisschen, was mit Sozial zu tun hat. Und angefangen habe ich beim Friedhof. Und du bist jetzt zuständig für den Friedhof? Nicht mehr, schon lange nicht mehr. Aha. Aber dort einsteigen. Und ich habe dann auch gemerkt, dass da etwas vom Empfindlichsten ist. Denn da sind jetzt die Leute am allerempfindlichsten, weil um den Friedhof herum geht. Mhm. Da ist immer irgendetwas, was nicht gut ist. Und ob es Muslim gesehen oder ja, ob es Juden gewesen sind? Oder da gibt es halt in unserer Gegend nicht. Oh! aber trotzdem haben wir vorsichtshalber gegen Minarett gestimmt, he? Falls es dann mal kämpft. Ja, da weiß ich nicht einmal, wie gross, aber ich denke schon. Aha. Weil wir haben jetzt auch bei der Asylantin, dort Asylanten betreuen, das Altersheim, einfach alles, was mit Leuten zu tun hat. Mhm. Und der Krankenpflegeverein. Und dann bist du auch noch im Kantonsparlament? Bist auch noch. Ja. Was für eine Partei bist du denn? Parteiunabhängig? Jawohl. Und aha, da ist eigentlich da, bei uns, in Ossenrode, hat es eben viele Parteiunabhängige noch. Wir sind 65 Kantonsorte und da davor sind 20 Parteiunabhängig. Wir sind nach der FDP die grösste Gruppierung. Das hätten wir doch auch gerne. Gesamtschweizerisch so etwas, oder? Das denke ich auch, da müssen wir haben. Marlies, willst du nicht gesamtschweizerisch alles Soziale übernehmen? Nein. Hast du keine Lust? Ich habe mit Hundwil, ist schon wie gut. Ja. Jetzt ist ja die Hundwilerhöhe schon jetzt, glaube ich, knapp an der Grenze zum Innerrödlerischen, oder? Ja. Und das ist für uns Auswärtige immer ein bisschen schwierig zu verstehen, der Unterschied zwischen Innerrödlern und Ausserrödlern. Du bist aber Ausserrödler. Ich bin Ausserrödler, ja. Jetzt gar kein Muslim haben wir nicht, aber Innerrödler haben wir hure nicht. Geht denn das in deiner Wirtschaft? Ja, ich würde jetzt schon nicht die vergleichen mit Muslimen. ja, natürlich. Also, ich würde sagen, in der Heute ist es so, die Bevölkerung, die kommen gut aus miteinander. Ich denke, das Problem liegt oben bei den Regierungen. Die müssen sich einfach noch ein bisschen aneinander gewöhnen oder schauen, einen Weg zu finden. Aber die Leute haben den Weg gefunden. Mhm. Ich habe gehört sagen, dort, wo du deine Beiz hast, die Hundwiler Höhe, das ist auch, ich glaube, ein bisschen beim Grenzgebiet. Und das hat mal Himmelreich geheissen. Und dann, wo sich die zwei Kantone getrennt haben, ist es, wer hat denn jetzt Himmelreich? Innerrhoden oder Aussenrhoden? Ja, ist es so gesehen, hat Himmelinsberg geheissen. Und bei der Trennung ist dann der Himmelinsberg weiter vorgenommen. Man sagt das so, weil das Kloster, die haben die bösen Geister dort aufgebracht, also geschickt. Das Kloster hat wieder Höhe. Und die sind die noch oben? Nein, die habe ich wieder vorgeschickt. Mehr aber. Ja, sind nicht mehr da. Wo hast du es auch nicht geschickt? Das sage ich nicht. Ja, ja, die sind bis auf Winterthur runtergekommen, die bösen Geister.
Jetzt, du bist ja auch noch engagiert eben im Kanton und ihr wollt ja wieder die Landsgemeinde einführen, habe ich gehört sagen. Da bist du ziemlich vorne dran, wo, das, ja, wo da dafür ist. Ist es so, ich bin noch nie fürs Abschaffen gesehen und ich denke, die Wiedereinführung sollte möglichst viele Junge machen, weil das ist ja eher eine Zukunft. Und meinst du, die Jungen wollen das noch? Ja, ich kenne viele Junge, die es wieder wollen. Und darum tun wir ja am 13. Juni einmal darüber abstimmen. Und das ist ja nur der erste Schritt, um einmal zu schauen, ob die Landsgemeinde, ob man die wieder will. Und dann wird es eine grosse Diskussion geben, wie man die macht. Und dann können die Leute ja nochmal abstimmen. Mhm. Ich denke, wichtig ist, dass man über die Landsgemeinde mal redet. Mhm. Also ist ja schon die lebendigste Demokratie, die man haben kann. Und da könnte natürlich jetzt Ausserrhoden weltweit führend werden, um mal ganz eine gute, lebendige Demokratie zu machen. Also, Hondwil als, oder Hondwil, wenn ihr sagt, Hondwil, als Pioniervorreiter für lebendige Demokratie. Jetzt in deiner Beiz, in der Hondwiler Höhe oben, wie gesagt, da kommen ja viele Politiker an, die kannst du ein bisschen entsprechend beeinflussen, oder? Fragen die doch, die kann man ziemlich oft nach deiner Meinung. Nein, aber man redet drüber. Aha. Ich denke, ja, auf was hast du speziell rauswollen? Ja, ich weiss nicht. Hast du auch mal ein Leviten gelesen? Aber wer hast jetzt du gedacht? Ja. Ich sage, wir sind jetzt Appenzell-Ausserrhoden, März. Jawohl, das ist erst morgen. Das ist erst mal okay. Ja. Gut. Kommt der morgen vorbei in dem Fall? März ist ja erst morgen. Eben, ich weiss. Ja. Also, ich weiss nicht, ob du da vielen Schweizer Trost zusprichst, indem du sagst, März ist morgen, oder? Die meisten könnten leben mit dem Begriff, März ist gestern. Aber trotzdem, Marlies, herzlichen Dank, dass du zu uns kommst. Das ist Marlies Schoch. So, und wir kommen noch zum Ausblick auf die nächste Woche. Das Bundesamt für Gesundheit gibt nächste Woche bekannt, dass es da Frühling keine Grippewelle gibt. Wir haben das mit der Marketingabteilung von der Firma Roche so abgemacht. Und die Kulturstiftung Pro Austria wird im Ballenberg oben in einem Keller eine Installation einrichten und sie nennen das Fritzelbude. Und wir sehen uns wieder in einer Woche am gleichen Ort, am 9:45. Bis dann, habt eine schöne Zeit und tschüss. Macht's gut, gute Nacht nochmal. Danke. Jacobo Müller, Late Service Public, wurde gesponsert von der Mobiliar.